ein super Finale. Das ist einfach, ich finde es noch mal etwas ganz anderes als ein Cup-Finale. Es ist ein riesiges Event. Es ist Fernsehspiel, alles drum und dran. Es sind Fans, die jetzt wieder zurück sind. Es ist ein Kribbeln, es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Also, mehr geht nicht. Ja, das ist für mich jetzt ganz eine neue Situation. Und darum ist die Bedeutung auch von einem Superfinal wäre, ja, etwas ganz Spezielles. Ich habe es bis jetzt mit den Chats erlebt, mit Zuschauern, ohne Zuschauer. Es waren Wahnsinnsspiele. Und jetzt das, man weiß ja nicht, wie viel nachher noch kommen, nochmal zu erleben mit Piranha, wäre sicher ganz etwas Spezielles. Ja, ich glaube, Fans wären wirklich. Einfach, es macht es wie nochmal viel schöner. Weil es geht einerseits um die Stimmung, aber es ist natürlich auch so, ich habe wahnsinnig gern, wenn ich weiss, meine Familie ist auf der Tribüne. Und das ist ja wie vor einem Jahr nicht möglich gewesen. Darum glaube ich, wir würden uns alle sehr freuen. Oder wir freuen uns sehr, wenn das wieder der Fall ist. Ja, ich glaube, das Superfinale ist ja wie auch so etwas. Es zeigt diesen zwei Teams, sie haben vieles richtig gemacht. Sie haben in der Quali vieles richtig gemacht. Sie sind aber auch in den Playoffs am Tag X wirklich parat gewesen. Sie haben sich in einer Serie können durchsetzen. Sie haben sich können steigern von Viertelfinal zu Halbfinal. Sie haben vielleicht auch schwierigere Momente gehabt. Und darum ist das wie dann auch der Superfinal so ein bisschen Belohnung.